Hey, du bist Sänger oder kennst jemanden, den du gerne im Computer aufnehmen möchtest? Oder vielleicht möchtest du einfach Stimmaufnahmen machen? Dann zeige ich dir in diesem Video, wie du deine Stimme oder Vocals mit dem richtigen Mikrofon, dem richtigen Aufnahmepegel, verzögerungsfrei und mit Effekten versehen in deinen Computer kriegst. Bleib dran! Dies sind alle Themen, welche wir in diesem Video zusammen anschauen. Es geht um das Studio-Setup, die Audioeinstellungen, die Aufnahme und schlussendlich die Bearbeitung. Ich werde dem Ganzen eine klare Struktur geben, damit du selbst sofort starten kannst. Wir legen los mit dem ersten Thema, dem Studio-Setup. Bevor du überhaupt irgendwie loslegen kannst, musst du natürlich mal ein Mikrofon haben. Wir schauen uns jetzt mal die Mikrofontypen an. Da gibt es zuerst mal Kondensatormikrofon. Das ist ein typisches hier von AKG, das C414, sehr beliebt. Bei einem Kondensatormikrofon ist speziell, dass du eben Power brauchst. Du brauchst 48 Volt Phantomspeisung, sagt man dem auch. Damit musst du das Ganze connecten, weil sonst funktioniert dieses Mikrofon grundsätzlich nicht. Wir schauen uns dann später an, dass wir da Strom drauf kriegen. Als zweites hat dieses Mikrofon sogenannte Richtcharakteristiken. Du siehst sie aufgedruckt auf dem Mikrofon. Da hat es so Kreise und verschiedene Symbole. Die üblichsten, die man so braucht, das sind die Kugelrichtcharakteristik. Die Kugel heißt einfach, dass alles, was rundherum so passiert, grundsätzlich aufgenommen wird. Das ist manchmal nützlich, aber oft ist das eben auch nicht so nützlich. Dann haben wir die Niere, ist schon ein bisschen mehr gerichtet. Das heißt, sie nimmt nur noch den Sound hier in eine Richtung auf und der Rest wird nicht mehr aufgenommen. Zum Beispiel in diesem Fall jetzt möchte ich nicht, dass die ganze Umgebung, Rasenmäher draußen und weiß nicht was alles aufgenommen wird. Ich möchte wirklich nur hier meine Stimme haben. Dann gibt es noch die Hyperniere, die ist noch mehr gerichtet. Aber in diesem Fall haben wir ein bisschen das Problem, weil sie so stark gerichtet ist, ist es physikalisch nicht mehr möglich, quasi hinten nicht aufzunehmen. Das heißt, es ist vorne stark gerichtet und hinten kommt eben trotzdem noch ein bisschen Schall rein. Für meine Position hier zum Aufnehmen ist eben eine Niere sehr geeignet und genau darum ist dieses Mikrofon hier eine Nierencharakteristik. Der zweite Mikrofontyp, den wir kennen, das ist das dynamische Mikrofon und wo ich da reinspreche, das ist ein SM7B, das ist ein bekanntes Mikrofon, um Stimmaufnahmen zu machen, das ist eben ein dynamisches Mikrofon. Normalerweise sind solche Mikrofone ein bisschen weniger empfindlich und das nützt mir in dieser Situation jetzt. Ich muss also nicht die genauen Details haben, die mir ein Kondensatormikrofon bringen würde. Wie sieht so ein Setup im Studio konkret aus? Zuerst haben wir natürlich mal das Mikrofon und dann als zweites brauchen wir ein Audio-Interface. Hier habe ich das Focusrite Scarlett 2i2 genommen. Das ist eines der meistverkauften Audio-Interfaces momentan. Dieses Interface hat zwei Eingänge, wo du die Mikrofone einstecken kannst. Wie und wo kannst du das einstecken? Ich zeige dir das mal. Das sind solche sogenannten XLR-Kabel. Die haben so drei Adern und über diese wird das Signal verlustfrei übertragen und es wird auch eben diese Stromübertragung gewährleistet. Als drittes haben wir natürlich noch den Computer mit der DAW, der Digital Audio Workstation, Ableton Live. Das kann aber auch eine andere Software sein. Diese Software installierst du ganz einfach auf deinem Computer und steckst das Interface via USB an. Als nächstes Element haben wir natürlich noch die Kopfhörer und die werden ebenfalls am Interface angeschlossen. Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem, wenn du da Kopfhörer hast, die offen sind, wie jetzt diese, die ich jetzt im Moment anhabe, dann wird es so sein, dass immer ein bisschen von diesem Schall da ins Mikrofon reingeht. So unempfindlich jetzt dies hier ist, aber das wird jetzt übersprechen, sagt man dem. Das wollen wir natürlich nicht und da müssen wir halt schauen, dass wir dann entsprechend geschlossene Kopfhörer haben. Beim Interface gibt es noch einen kleinen Tipp, dass du ein Interface nimmst, wo die Funktion Direct Through mit inkludiert ist. Direct Through ermöglicht dir, dass du das Signal, das du in dein Mikrofon einsprichst oder einsingst, direkt auf deinen Kopfhörern hören kannst. Einige Interfaces bieten dieses Feature und andere halt eben nicht. Es gibt sogar solche, welche noch Effekte auf die Stimme direkt draufrechnen können. Das ist dann natürlich nicht schlecht, wenn du deine Stimme schön auch noch direkt mit Hall hören kannst. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch die Boxen und die kannst du ebenfalls ans Audio-Interface anschließen.
Und auch hier gibt es natürlich ein kleines Problem. Wenn die Boxen natürlich im gleichen Zimmer sind wie dein Mikrofon, dann solltest du die natürlich nicht gleichzeitig anschalten, weil du auch sonst dasselbe Problem hast wie mit den Kopfhörern. Das würde dann entsprechend eben eingestreut in das Mikrofon. Das war jetzt so ein bisschen das Profi-Setup und jetzt kommen wir zum minimalen Setup. Das zeige ich dir jetzt. Zuerst natürlich wieder die Kopfhörer, dann ein USB-Mikrofon. Und der große Vorteil von diesen ist, dass du diese direkt an deinen Computer via USB anschließen kannst. Ich habe das wohl bekannteste von diesen Mikrofonen hier. Zeige ich dir kurz. Es hat zum Beispiel unten den USB-Port, den Ständer natürlich dran, da unten. Dann hat es aber auch zwei Regler. Beim einen kannst du einstellen, wie laut der Kopfhörerausgang ist. Das ist die Buchse dafür. Und beim anderen kannst du einstellen, wie laut der Computer und wie laut das Signal von deinem Mikrofon ist. Insgesamt also eine runde, gute Sache. Ich finde Rode auch eine super Marke. Also da kannst du eigentlich nicht falsch gehen, diesem Mikrofon. Als drittes natürlich wieder deine DAW. Und dort kannst du natürlich direkt einstecken. Also ein gutes, minimales Setup, zum Beispiel unterwegs. Ein kleines Problemchen haben wir natürlich mit den Boxen, weil die passen in diesem Setup irgendwie nirgends hin. Daher ist dieses Setup wirklich eine Einzellösung, ich sage jetzt mal für Sprachaufnahmen geeignet. So kann man easy einfach aufnehmen. Ich komme jetzt zu meiner Demo-Aufnahme und habe hier einen Song in der Arrangement-Ansicht von Ableton erstellt. Wir können den kurz mal anhören, wie der im Moment tönt ohne Vocals. Okay, ich habe hier schon mal einen kleinen Loop gesetzt, hier oben mit dieser Taste, damit wir da nicht dauernd aus diesem Stück hinauslaufen. Und ich kann eine Vocalspur erzeugen, indem ich Rechtsklick mache und sage Audiospur erzeugen. Das habe ich in diesem Fall schon gemacht. Und auch Rechtsklick drauf machen, um die Spur umzubenennen auf Vocals. Die Effekte, die ich hier schon reingezogen und vorbereitet habe, die schauen wir uns später an. Zuerst müssen wir uns jetzt mal in die Einstellungen reinbewegen, damit wir überhaupt etwas von außen aufnehmen können. Mein Mikrofon ist mit einer Soundkarte verbunden, die steht hier auf meinem Pult. Das ist eine Duett bei Apogee. Und ich klicke jetzt auf Konfigurieren. Bei Audio-Eingangsgerät sehe ich schon No Device. Das ist natürlich nicht so gut, weil da nichts reinkommt. Jetzt muss ich meine Soundkarte hier wählen, Duet USB. Und dort dran habe ich auch schon mein Shure SM7B angeschlossen. Nun muss ich noch den korrekten Eingang wählen. Ich kann hier sagen, ob ich einen Stereo-Eingang möchte, einen Mono-Eingang. Wenn du dich fragst, ja, wie hat er denn das jetzt angeschrieben, können wir noch mal kurz zurückgehen und die Eingangskonfiguration anschauen. Bei Mono-Eingängen kann ich diese beiden Eingänge sehen und bei Stereo-Eingänge sehe ich ebenfalls dies. Da das Shure SM7B ein Mono-Mikrofon ist, wählen wir nur noch den Eingang 1 aus. Bevor wir noch zur Aufnahme kommen, muss ich dir diese drei kleinen Schalter erklären. Das sogenannte Monitoring. Jetzt ist das Monitoring auf Off, das heißt, ich höre auf meinem Kopfhörer zum Beispiel oder auf der gesamten Soundanlage niemals, was ich hier reinspreche. Das heißt, es ist wie eine Blackbox, ich spreche einfach rein oder ich singe rein. Das heißt, es verlässt den Computer nicht während der Aufnahme, wird aber aufgenommen. Das Auto-Setting heißt, dass während der Aufnahme das Signal gleichzeitig auch gegen außen durchgespielt wird. Das kann nützlich sein, wenn der Sänger irgendwo in einer Box sitzt, also in einer Klangkabine oder so, und ich möchte ihm den Sound rausgeben. In heißt, dass das Signal gleichzeitig ausgegeben wird. Und ich schalte das jetzt wieder ab, weil du hast mich jetzt wahrscheinlich zweimal gehört und das ist natürlich nicht so angenehm. Für unser Setting hier machen wir das Ganze auf Off und ich kann das nämlich besser einsingen, wenn ich mich nicht höre. Nochmal kurz den Song anspielen. Ich mache mich nun bereit zum Aufnehmen, habe hier oben den Vorzähler auf einen Takt eingestellt und dann kann ich loslegen. Here. Ja, ein bisschen warm singen hätte ich mir natürlich schon sollen. Here is where I belong. Ja, ja, ich bin kein Sänger. Als letzten Schritt muss ich hier noch die Aufnahmebereitschaft dieser Spur anschalten und dann wird hier wirklich auch aufgenommen auf diese Spur. Dann klicke ich hier oben den Recording-Knopf. Here is where I belong. Here is where I come home.
Here is where I belong. Here is where I come home. Okay, und Stopp gedrückt und schon sind meine Aufnahmen im Kasten. Du hast jetzt hier gesehen, dass es Lanes erstellt hat. Diese Lanes, die kann ich mir anzeigen lassen oder eben verstecken lassen mit Command Option U. Die sind natürlich für mich jetzt sehr nützlich, dass ich die eingeblendet habe. Jetzt kann ich mal durchhören durch diese verschiedenen Lanes, indem ich die Take Lanes Hören Taste anklicke. Here is where I belong. Here is where I come home. Here is where I. Okay, also spontan habe ich jetzt gefunden, dass dieser Take hier und dieser Take wahrscheinlich zusammenpasst, dass die ziemlich gut sind. Jetzt kann ich sagen, das da auswählen, also hier klicken, nicht oben, sondern hier drin in die Wellenform klicken und dann die Return-Taste drücken und schon wird oben in den Vocals dieser Take ausgewählt. Dasselbe für den zweiten Teil. Return drücken und dann habe ich meine Takes ausgewählt. Ich muss aber nicht vergessen, hier den kleinen Schalter wieder abzumachen, weil sonst ist das quasi solo geschaltet. Here is where I belong. Here is where I come home. Ich mache jetzt eine zweite Spur und werde eine Doppelung dazufügen. Den Eingang setzen und Record drücken. Here is where I belong. Here is where I come home. Okay, hier habe ich jetzt keinen zweiten Take genommen, weil ich denke, das war ganz okay. Und zum Spaß kann ich da noch eine dritte Spur aufnehmen. Benenne das ganz kurz mal noch um und dann machen wir hier eine dritte Spur. Vocals 3. Here is where I belong. Here is where I come home. Okay, das Ganze mal anhören. Damit ich das ganz gut höre, mache ich hier mal auf Solo. Here is where I belong. Here is where I come home. Okay, du hörst hier auch ziemlich viele Background Noises und da habe ich natürlich meinen eigenen Rat nicht befolgt und hier mit offenen Kopfhörern aufgenommen. Ich werde jetzt mal das Ganze in eine Gruppe packen, dass wir das da auch schön zusammen bearbeiten können und zwar mit Spuren gruppieren oder Command G. Ich werde das noch benennen in Vocals All und dann habe ich schön alles in dieser Gruppe. Die School of Sound gibt es auch in echt. Die Classroom-Kurse kannst du in der Schweiz vor Ort oder online als Virtual Classroom besuchen. Außerdem bieten wir neben Online-Kursen, Masterclasses und Sample-Packs auch Einzelstunden an. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Den Link zu unseren Angeboten findest du in der Beschreibung. Ich habe euch vorher ja noch Effekte versprochen. Die habe ich inzwischen kurz bei Vocals weggelöscht und werde die nochmal zur Verständlichkeit direkt auf die Spur tun. Nehmen wir mal den EQ 8, den finden wir da bei EQs und Filters. Ziehe den auf diese Spur, einfach schauen, dass das wirklich die Vocals All Spur ist und da werde ich das drauf werfen. Das ist mal die Grundeinstellung von diesem EQ 8 und da werde ich mir jetzt untenrum im Bassbereich ein bisschen die Bässe absenken, dass da nicht allzu viele Bässe von meiner Stimme reinkommen. Ich könnte mir jetzt in einem oberen Band noch ein bisschen Höhen reinschieben, zum Beispiel so. Here is where I belong. Dass meine Stimme so noch ein bisschen mehr nach vorne gedrückt wird. Als zweites Element nehme ich den Glue Compressor, den finde ich bei Dynamics, reinziehen. Und der ist ziemlich einfach einzustellen. Ich habe hier einen Threshold und der besagt einfach, ab wann wirkt dieser Kompressor, jetzt nämlich noch nicht. Here is where I belong. Und wenn ich da ein bisschen reindrehe. Here is where I belong. Here is where I belong.
dann hörst du schon, dass die Stimme jetzt sich viel besser mischen lässt, weil sie gleichmäßiger verteilt ist in den Lautstärken. Vorher war es sehr laut und dann ein bisschen leise und jetzt ist alles ähnlich laut, obwohl ich zwischendurch laut singe. Here is where I belong. Und dann könnte ich noch am Make-up ein bisschen rumdrehen, dass ich da ein bisschen mehr Volume reinkriege, weil ich durch die Komprimierung hier ein bisschen Volume verloren habe. Sonst würde ich hier im Moment nichts einstellen, das reicht mir. Als nächsten Schritt habe ich schon etwas vorbereitet, nämlich den Hall. Und das ist etwas, was man sehr oft macht mit einer sogenannten Return-Spur. Auf der B-Return-Spur habe ich schon zwei Effekte vorbereitet, nämlich ein Delay und ein Hall. Wenn ich jetzt die Tab-Taste drücke, dann komme ich in die Session-Ansicht und dort kann ich ein bisschen besser sehen, was ich mit dieser Vocalspur hier mache. Da haben wir nämlich schön grafisch dargestellt die zwei Sends, Send A und Send B. Send A ist in diesem Fall schon besetzt und Send B, da habe ich jetzt eben diese Vocal-Hall drauf. Und hier kann ich einfach grafisch sehen, wenn ich diesen Regler hochziehe. Da kommt ein bisschen Signal auf diese Spur drauf. Here is where I belong. Und für das muss ich natürlich jetzt die Effekte anschalten und ich gehe der Einfachheit halber wieder zurück auf diese Ansicht, weil wir vorher schon da waren. Das ist also Send B, der wurde jetzt hochgedreht und der war vorher auf 0 und ist jetzt irgendwo da bei minus 30. Und hier habe ich mir schon das Delay zurecht gemacht und spiele den Song mal kurz ab. Here is where I belong. Ich finde das noch eine gute Einstellung. Links mit 3 Sechzehntel und rechts mit 2 Sechzehntel. Das mache ich oft, dass ich da nicht die gleichen Zahlen einstelle oder das Doppelte, sondern auch ungerade Zahlen. Das Feedback habe ich hier ziemlich hoch genommen, damit man auch wirklich einiges noch hört. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe den Filter eingestellt und gesagt, bitte mach nur im oberen Bereich ein Delay rein. Und im unteren Bereich wird das nicht reingemacht. Als zweites habe ich den Vocal Pop Hall reingezogen bei Hybrid Reverb. Hall, Vocal Pop Hall reingezogen, habe ich das Dry Wet vom Vocal Hall, dass es also nicht so stark wirkt, ein bisschen runtergezogen. Here is where I belong. Und dann hören wir das Ganze mal zusammen an. Here is where I belong. Here is where I come home. Was ich jetzt auch noch machen würde, die Vocal 2 und 3 noch ein bisschen gegeneinander verschieben, dass sie nicht komplett im Zentrum sind. Dieser Schalter zeigt, wie viel bin ich links, wie viel bin ich rechts. Und das eine würde ich ein bisschen auf die eine Seite schieben und das andere ein bisschen auf die andere. Das braucht nicht allzu viel, aber das gibt dem Ganzen ein bisschen so eine gute Stereobreite. Hören wir das mal solo an. Here is where I belong. Okay. Bei Vocals 2 und 3, die würde ich noch im Volume ein bisschen zurücknehmen, dass die nicht ganz so stark sind. In der Mitte, die wäre natürlich sowieso die wichtigste und darum muss die ein bisschen mehr Volume haben. Here is where I belong. Here is where I belong. Here is where I belong. Okay, finde ich ganz okay. Und dann können wir es nochmal im Gesangssong anhören. Here is where I belong. Here is where I come home. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für dich, nämlich dieses Plugin hier, das heißt Track Spacer. Klick mal drauf und habe das inzwischen kurz eingerichtet. Here is where I belong. Du siehst, jedes Mal, wenn die Stimme singt, dann wird eine EQ-Kurve auf das Gesamtsignal gelegt und es werden manche Instrumente quasi wie weggedrückt. Ich kann dir kurz zeigen, wie ich das eingerichtet habe. Ich habe auf den Bass zum Beispiel geschaut, dass ich diesen nur an Send A sende. Send A aufgezogen und habe gesagt Send Only. Das heißt, der Bass wird ausschließlich an diesen Track Spacer Track hier gesendet, an dieses Return. Beim Chords hier auch, bei den Strings auch, bei der Gitarre auch. Die anderen habe ich sein lassen. Also ich möchte nicht, dass die Drums oder die Percussions irgendwie beeinflusst werden. Nur diese vier Tracks hier sollen beeinflusst werden. Und die sind alle auf Sends Only. Dann auf dieser Spur habe ich
diesen Track Spacer eingerichtet und als Sidechain, also als Input, habe ich eben diese Vocals All Spur genommen. Und zu einem Amount von vielleicht 30 oder so Prozent werden jetzt diese Instrumente hier während dem Singen weggedrückt. In diesem Fall ist der Low Cut bei etwa vielleicht 1000 Hertz und der High Cut ist irgendwo wahrscheinlich bei 15.000 Hertz, weil ich nicht möchte, dass überall alles weggedrückt wird. Zum Beispiel in den Bässen, wo ja die Vocals sowieso nicht so sind, dort sollte immerhin der Bass trotzdem seine Chance noch bekommen und eben weiterspielen. Und oben bei den Strings und so sollten auch nicht komplett alles weggedrückt werden. Ich stelle es jetzt mal ziemlich extrem ein, dass du es sehr gut hörst. Here is where I belong. Here is where I come home. Also alle Instrumente kommen praktisch erst jetzt wieder zurück, nachdem die Vocals weg sind. Das ist mir ein bisschen zu extrem und das stelle ich vielleicht etwa 30 ein und dann tönt das entsprechend dann so. Here is where I belong. Here is where I come home. Und wenn du dich ganz gut auf die Stimmen konzentriert hast, dann merkst du, dass sie kristallklar zum Vorschein kommen und sich ganz gut im Track einfügen. Wenn ich das jetzt abschalte, das heisst den Amount auf Null mache, dann kannst du nochmal hören, wie es vorher tönt. Here is where I belong. Here is where I come. So, das war's. Danke vielmals fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Ich komme nun zu meinem Tipp zum Schluss. Das Vocal Recording ist ganz einfach, wenn du es mal durchgespielt und die richtigen Tipps beherzigt hast. Und Vocals helfen dir, aus deinen Tracks noch bessere Tracks zu machen, weil sie ein neues Zentrum innerhalb deines Songs erstellen. Pack dir also deinen besten Sängerfreund oder Freundin, lad ihn mal zum Kaffee ein oder zum Wurstbraten und nimm einfach mal drauf los auf. Ich finde Vocal Recording super spannend und hoffe, du konntest in diesem Video ein paar Tipps und Tricks lernen. Das war's mit dem aktuellen Video. Wenn es dir gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank!